Ja, die Kamera ist auf Augenhöhe. Hier gibt es keine Low-Angle-Effekt-Shots. Irgendwie habe ich den Eindruck, als ob wir neulich mal einen Gewitterschauer gehabt hätten. Ja, man darf sich vom äußeren Eindruck nicht täuschen lassen. Hier ist ein Weg. Moment mal. Ich glaube, das ist ein Brunnen. Ob das ein Brunnen ist? Es ist ein Brunnen. Apropos Regenschauer, ich glaube, auch das hier ist nominal eigentlich Asphalt. Aus welchem Winkel kann man es jetzt lesen, ohne Reflexion? Inhaltlich vielleicht nicht so besonders, aber vom Alter her, fast schon antik. Ist das handgemalt noch? Also die Radfahrer, die mich hier in der Mitte des Weges fahren, mit so viel Abstand überholen, obwohl ich schon am äußersten Rand mit eingezogenen Ellenbogen laufe, weil ich sie hinter mir gehört habe. Das sind dieselben, die auf der Straße dann von den Autofahrern die Einhaltung der vorgeschriebenen Seitenabstände fordern, oder? Ja, Satire den Profis überlassen, ne? Das ist ja zum Glück eine Ausnahme. So. Es ist zwar jetzt breit gemäht, aber an der Spur zu erkennen, ist wohl eher so ein Anglerpfad hier an der Ruhr gewesen. Hat man so nie im Blick, weil wir immer parallel den breiten Weg gelaufen sind. Hier ist der breite Weg. Ja, bei der alten Brücke konnte man als Fußgänger hier noch auf die Straße und dann nach Merken rüber. Das ist so wohl nicht vorgesehen, denn der Asphalt nicht hier, der geht. Okay, man muss einen breiten Bogen unten drunter her machen. Bei Hochwasser wahrscheinlich durchs Wasser, aber da ist jetzt ein schöner Weg neben der Straße, um in den Ort zu kommen. Alles klar. Ja, früher lag der Fuß- und Radweg auf der anderen Straßenseite und ging dann direkt in den Ort hinein. Jetzt mit der Umgehungsstraße würde man auf der Seite dann die Straße überqueren müssen. Deswegen hat man wohl die Brücke als Unterführung genutzt und den Fuß- und Radweg auf die andere Seite verlegt. Polizeiwagen mit Blaulicht. Jetzt kommt ja schon der 6. Polizeimotorrad mit Blaulicht. Ist der Papst in Merken zu Besuch? Merkwürdig. Ach, ist das diese NRW-Radl-Aktion? Deshalb die ganze Bullerei. Das erklärt einiges. Ich dachte schon, haben die hier irgendwie Tagebaudemonstrationseindringlinge? Aber nee, es ist was Friedliches. Oh, mal gucken. Ob wir hier wieder, ja, da kann man verstehen, dass die Polizei da ein bisschen für Sicherheit sorgt. Planung, Realität. Hatten die Brücke nicht vor ein paar Jahren saniert? Ah.
700 Meter. Ja, also wie man sich täuschen kann. Es geht weiter. Zumindest ein kleines Stück. Ja, da oben ist schon wieder die Straße. Muss uns mal dadurch wühlen. Ich glaube, da können wir weiter. Straße, verdächtige Anhäufung, verdächtig flach. Da ist eine Wildfütterung. Dann kann der nächste Weg ja nicht allzu weit sein. Sag ich doch. Noch ein Pfad, den ich bisher nicht könnte. Mir ist täuscht. Es geht hier weiter. Oder da geht's weiter. Der Weg wird zum Trampelpfad. Ich fürchte, jetzt haben sie mich verarscht. Da führt ein Trampelpfad rein. Da ist ein Zaun. Da ist eine Wiese und hier ist Gestrüpp. Ha. Irgendwie scheint das hier zu sackgassieren. Da müssen wir improvisieren. Okay, gleich sind wir wieder an der Straße. Da kommen wir wieder zügiger voran. Aber ich überlege gerade, ob ich mir nicht doch eine andere Stelle aussuche. Hüfthohe Dornen. Ja, das ist schon besser. Das ist wenigstens nur kniehoch am Kratzen. Und wo Pfand liegt, ist ein Weg. Deshalb ist da ein Trampelpfad. Nur, dass ich das Gegenstück drüben am Zaun nicht entdeckt hatte. Aha! War doch keine Sackgasse in dem Sinne. Ich habe nur nicht den Durchgang gefunden. Kiosks oder Kioske gibt's wie Sand am Meer, aber hier gibt's ein Edelkiosk. Wir sind noch in der Eifel. Ist alles ein bisschen edler. Oder bin ich da wieder auf dem Holzweg? Ja, hier war vor nicht allzu langer Zeit ein Volkslauf. Ja, den einen oder anderen Kilometer des Stausee-Volkslaufs hat man diese knubbeligere Pfade. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt runter und auf der anderen Seeseite zurück. Alle Pfeile zeigen auch in alle möglichen Richtungen, aber hier ist eine Treppe. Ah, okay. Es geht doch nur zum Wurstsitz. Alles klar, ist die Frage geklärt. Nicht verwechseln. Der Ort hinten heißt Schlagstein und hier haben wir Steinschlag. Da kommt die Ruhr und da geht sie Richtung See. Also für mich sieht das verdächtig nach einem Pfad aus, obwohl hier eigentlich nichts sein sollte. Also bis hier ist definitiv ein Weg, aber das hier hat sich wohl irgendwie erledigt. Da müssen wir doch da wieder hoch. Ja, so kann es gehen. Durch das von der Flut ohnehin noch tiefer ausgewaschene Flussbett durchgekraxelt. Jetzt hier die Serpentinen hochgekämpft, nur um festzustellen, dass der breite Wanderweg gesperrt ist.
Wenn sich mal wieder einer über Trockenheit beklagt, gemähte Wiese, ungemähte Wiese. Der neueste Schrei aus der Weltraumforschung, die scharnierlose Katzenklappe. Und das sind dann die Leute, die wahlberechtigt sind, ne? Typisch hier, mit beide Tore offen, obwohl man es ihm extra noch mal dran geschrieben hat. Es ist zum Kotzen. Ja. Normaler Weg. Ach, Kamera auf Augenhöhe. Wie gesagt, das ist ein ausgeschilderter Weg. Vom Bikepark zum Hochseilgarten. Momentan haben wir eine Vegetation, die da ein bisschen abenteuerlich wirkt. Für die Skeptiker. Ist der auf der Karte eingezeichnet? Ich glaube fast nicht. Aber hier ist ein Weg. Ist eine Ferne auf den Bunker getippt, aber das scheint nur ein Unterstand mal gewesen zu sein im Krieg. Und geht der Weg weiter? Oder sind die nur bis zu dem Loch gegangen und dann nicht weiter? Okay, da ging eine Fahrspur wieder runter zum Weg. Und ich glaube fast, die wurde genommen. Aber irgendwie, da ist die Windmühle, kommt auf jeden Fall wieder auf den Weg. Auch wenn wir jetzt hier keine konkrete Spur mehr haben momentan. Ah doch, da sind die Markierungen. Arschlöcher, müssen Pfanddosen nehmen, damit es ja lohnt. Die nächste Fahrspur darunter. Aber ich bin ja, wie der Müll sagt, noch richtig. Nochmal fürs Protokoll, das ist, glaube ich, auf den Karten noch als Weg eingezeichnet. Das ist wohl auch offen, aber irgendwie nutzt den wohl kaum einer. Obwohl, da ist eine Spur aufs Feld. Aber da kommt er auch nur an die Landstraße und dann, ja, ist es praktisch von hier aus eine Sackgasse. Irgendwo da rechts bin ich neulich aus dem Trampelpfad rausgekommen. Ob ich den Einstieg heute wohl finden werde? Ist das hier die sumpfige Stelle? Schneisiert das da ein bisschen diagonal? Dann müsste da die Ecke sein. Irgendwo hier, ne? Bin ich doch rausgekommen. Ist da nicht sogar schon... Da ist... Ich glaube fast, ich hab's gefunden. Wunderbar. Das war ein seltenes Vergnügen. Filvu findet einen Weg. Der Weg hat auch gelitten, seit ich das letzte Mal da war. Da standen da noch die Bäume. Jetzt hat das Sonnenlicht hier für Vegetation gesorgt. Eieieiei. Also entweder es ist ein sehr stark frequentierter Hochsitz oder der führt irgendwo hin. Stunde der Wahrheit. Da ist wieder ein Weg. Ah, das ist derselbe, auf den der andere da oben gestoßen wäre. Dann nehmen wir die andere Richtung. Wollen wir mal was Neues sehen. Ja, da oben ist wieder der andere Weg. Nee, der führt wohl nur hier unten rein. Ach, dann gehen wir einfach so auf die andere Seite. Mal schauen, ob wir hier irgendwo wieder einen Weg finden. Da scheint mir schon wieder was zu sein. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Setzlinge hier von Hand reingetragen haben. Ja, hier ist wieder eindeutig ein Weg. Och nö, jetzt habe ich gedacht, ich hätte was entdeckt. Radspuren, das ist bekannt hier. Also, nichts Ungewöhnliches.
Ja, mit dem Weg ist doch das hier gemeint. Also rein theoretisch müsste das hier jetzt irgendwo rechts einen Weg auf den anderen rüber gehen. Nur da am Zaun das Stück ist nicht begehbar, würde ich sagen. Aber das hier ist auf den Karten eingezeichnet, wenn ich mich nicht irre. Wisst ihr? Das ist der. Der geht jetzt da rüber bis an die Kreuzung und da kommen wir rechts rauf, wo dann auch das Tor im Wildzaun ist. Ja, Schwalben hatten wir eine ganze Weile hier schon nicht mehr, aber das ist mittlerweile in die Wohnung. Fliegen ist neu. Ich dachte, ich hätte jetzt die Wahl zwischen dem und dem. Aber was ist das hier? Ist das jetzt nur zum Bärenpflücken? Es sah nach Bärenpflücken aus, aber ja. Ist hier Tag der offenen Tür? Kann man da jetzt einfach rein oder ist das Betrieb Privatgelände? Brauchen wir gar nicht riskieren. Hier ist der Weg. Das ist wahrscheinlich kein Privatgelände, das ist hier nur der Wildzaun. Aber wenn das Wild ja auch weiß, wo die Tür offen ist, macht der Wildzaun nicht mehr so viel Sinn. Ne? Aber das ist aber gut, da haben wir mal geguckt auf Qual der Wahl. Da ist eine Spur und hier geht's am Zaun weiter. Ah, furchtbar. Ah, nee, der Abstecher zeigt uns nur die Pingen hier. Okay, vom Zaun haben wir uns langsam entfernt. Ein wunderschöner, lauschiger Pfad hier im Wald. Keine 400 Meter und schon einen Trail gefunden. Fängt ja gut an heute. Da scheint er sich ein bisschen zu verlieren. Das ist ein bisschen fraglich. Da geht's raus. Ich vermute mal wieder auf dem Weg und das ist der Grund dafür. Zwei Hochsitze. Aber wir nehmen den weniger ersichtlichen, obwohl das wahrscheinlich... Ah, nee. Ich dachte, es wäre nur eine Wildfütterung. Aber hier geht's vorerst. Da wird hier wahrscheinlich... Nee. Siehste, nie zu früh aufgeben. Vielleicht geht es ja doch irgendwo weiter. Hier so wieder Fahrspuren. Wenn hier mal ein Auto gefahren ist, dann kommt man auch zu Fuß irgendwie weiter. Ist da wieder was wie ein Pfad? Ist auf jeden Fall raus. Sind wir mal experimentierfreudig. Okay, hier sind wir jetzt mehr oder weniger auf Wildwechselniveau angekommen. Aber hier ist... wieder eine Ausfahrt auf den breiten Weg. Der Weg ist gemäht. Dann kann ich ja nicht falsch sein, oder? Ah. Siehste, sackgassiert doch nicht. Nur der Durchgang ist innen provisiert. Und jetzt müssen wir wieder einhaken. Also. Langsam verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass die Wanderer alle auf der anderen Seite der Kuppe bleiben, wo die Nummer 5 ausgeschildert war. Aber auf der Seite ist ein viel schönerer Weg. Da könnte man auch
auch wieder rauf auf die andere Seite. Ah, jetzt geht's runter. Runter ins Tal weiter oder gehen wir noch mal ein Stück rauf? Gewissensfrage. Da ist eine Spur zu erkennen, aber der Weg geht da weiter. Bleiben wir mal ganz brav auf dem Weg. Ne? Also ich wage mal die steile These, dass der Alpenverein hier nicht regelmäßig vorbeikommt. Ach, guck, das ist der reinste... Ja, was? Reinste Weg. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, noch mehr Höhenmeter? Nee. Ah, komm. Dann mal wieder ein bisschen mit Laufen kommen. Ja, das könnte der andere gewesen sein, der unten abging. Uff, da geht eine Fahrspur rauf. Und da geht eine runter. Ich dachte schon, wäre Sackgasse. Ja, siehst du, hier runter mündet es auf den Weg. Keine Sackgasse. Und die nächste Qual der Wahl direkt hinterher. Da runter oder da steht es mal ein bisschen fahren, aber da geht's weiter. Bleiben wir mal auf der Höhe, wa? Ich glaube, der Weg geht jetzt doch hoch auf den Berg. Ja, müssen wir doch wieder Höhenmeter machen, wenn wir auf dem Weg bleiben wollen. Puh. Fast geschafft. Das ist wahrscheinlich der Weg, von dem ich vorhin abgebogen bin. Hätte ich also auch einfacher haben können, aber wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Das ist der Beweis. Der Filvo hat voll den Durchblick. Guck mal, ich kann auch normale Wege. Ich denke noch, guck dir mal den Trampelpfad an. Der geht tatsächlich über den Bach. Hey, wo wird mich das wohl hinführen? Wird das jetzt eine Sackgasse werden oder? Ich brauche gar nicht versuchen, mich hier durchzukämpfen. Da ist schon wieder ein Weg. Ja, schwer zu erkennen, nur was für Insider. Hier gibt es eine Querverbindung nach drüben auf dem Weg. Ja, schon klar, dass der Weg darauf geht. Ich wollte nur hier mal lesen, was drauf steht. Kein Durchgang. Ja, Weg ist außerhalb des Zaunes. Der Pfeil zeigt zwar nach da, aber ob das jetzt der ist oder ob das hier gemeint ist. Ist hier ein Weg außerhalb des Zauns? Hier ist jedenfalls eine Spur. Ja, dann halten wir uns mal nach den Schildern. Weg außerhalb des Zauns. Ja, es ist ein Weg, aber anscheinend glauben nicht allzu viele Leute dem Schildern. Ja, ist da etwas unterhalb geblieben und nicht an dem Tor ausgekommen. Ja, nee, wenn das schon beschildert ist, dann können wir das ja erst recht laufen. Das wäre jetzt doch nicht die Richtung, die ich einschlagen wollte. Aber ich bin ja flexibel. Ne? Wenn es nicht so wurde, wie es sollte, sollte es so werden, wie es wurde. Hier ist ein Weg. Gut, dass ich mir das Schild mal angeguckt habe. Da hat sich die Wegführung ziemlich diversifiziert. Aber dank der Zaunreparatur ist das hier oben jetzt anscheinend am besten noch zu laufen. Ja, Vorsicht, ja, hier ist ein Tor. Hier hat der neue Zaun den alten ersetzt, das heißt, der Weg muss demnach hier weitergehen. Das ist ein Draht geflasht. Da habe ich mich jetzt gefangen. Das ist jetzt ein bisschen ambivalent. Das ist ein Weg innerhalb des Zauns, der gleichzeitig jetzt außerhalb des Zauns ist. Aber das Schild ist so alt, er kann eigentlich nur den alten Zaun
meinen. Nee, also wie schlecht frequentiert hier der Weg ist, muss man sich über die Gesetzlosigkeit der Menschen doch nur wundern. Tja, keiner an die Regeln außer mir heute. Wo ist hier der Weg entlang des Zauns? Mangels Benutzung nicht zu erkennen. Und da hinten geht der Zaun weiter. Mein ganzes Ding ist warum. Ja, auf der anderen Seite sind wir hergekommen. Jetzt gehen wir mehr oder weniger in dieselbe Richtung zurück. Die erste Hälfte, da ging ja noch. Aber hier hinten das Stück ist von dem Weg entlang des Zauns so nicht mehr viel zu sehen. Das hatte ich befürchtet, dass wir nämlich genau auf den auskommen, von dem wir vorhin abgebogen sind. Das ist der Zugang. Hier wären wir sonst rausgekommen. Ein Stück weiter runter sind wir. Und um die ganze Lichtung rum führt uns die Beschilderung. Der Weg außerhalb des Zauns. Hier ist noch ein Weg, wie es scheint. Oder wird das da vorne zum Bachlauf? Nicht ein Grenzstein, aber ja. Da war ich zu optimistisch. Das ist nur so ein kleiner Stichweg. Das ist wieder die Tangente. Die habt ihr in der Gegenrichtung schon irgendwann mal gesehen. Und wieder unser A1. Ist das der Meiler am Düttling? Das ist eine Pfadfinderhütte. Der Meiler ist doch schon abgebrannt. Der war doch schon, ne? Noch eine Wigwam. Mist, jetzt bin ich aber ziemlich vom Kurs abgekommen. Ich habe wieder lange Rückweg. 1800 Kilometer. Glück gehabt. Hier kommt nochmal ein Abzweig. Da können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Darf man nicht bis Schweden müssen. Ich glaube, hier ist ein Weg. Ja. Ja, also irgendwie, das ist schon ein bisschen verworren hier. Aber es ist freigesicht, dann ist ja doch, also langsam erhärtet sich bei mir der Verdacht, dass die Pfade hier drinnen nur vom Förster und seinen Pfadfindern benutzt wird. Also ziemlich der einzige Wanderer bin, der sich hier verirrt. Kann sein, dass das die Stelle war, wo hier das Teil auch noch eingezäunt war und dann zwischendurch der Weg durchging, der Weg, der am Zaun entlang ging, vom Düttling aus, und dass das hier verändert hat. Oder ich bin wieder in einer völlig falschen Gegend und verwechsel wieder alles. Aber da ist Holz gestapelt, das heißt, das kann ja nur ein Weg sein da drüben. Holzstapelnavigation. Ich glaube, das ist weniger gemeint. Da ist noch was. Da sind die Holzstapel. Ja, das sieht wieder besser aus. Also, alles vom Faden durchzogen, aber nichts, was irgendwie eine konkrete Richtung zu haben scheint. Willkommen beim verarschten Filvo-Tag. Na, irgendwie komme ich hier aus dem Wald wieder raus. Klassische Stelle, die speziell beim Nachtlauf Spaß macht. Du denkst, es geht hier weiter, tut's aber nicht. Du denkst, da geht's nicht weiter, tut's aber. Da ist ein eindeutiger Weg. Und hier ist... aber da hinten, quer. Ich wundere, wenn das der Weg wieder ist, auf dem ich hochgelaufen bin. Ja, dann bin ich jetzt auf den Pfaden, die ich da auf dem Hinweg hier gesehen hatte.
bin ich so im Kreis gelaufen. Ich dachte, ich würde jetzt weiter Richtung Straße über einen anderen Weg zurück. Was ja in gewisser Weise auch stimmte. Das war ja jetzt ein anderer Weg. Ja, aber der Zugang auf dem Weg war irgendwo da drüben. Das war freilich von da hinten nicht zu sehen. Was haben wir denn jetzt wieder entdeckt hier? Ja, sieh mal an. Ja, da, wo das Holz liegt, da ist der Weg runter, von dem ich da abgebogen bin. Und dann geht hier auch noch was. Ja, und was ich hinten an der Stelle erzählt hatte, stimmt wohl. Denn hier, ja, der Zaun ist hier auch weg, hier am Zaun entlang. Vor dem Zaun entlang der Pfad, den gibt es nicht mehr.